Willkommen zum Shorter View Review und einem Let's View des Buches Transformers Legacy – The Art of Transformers Packaging aus dem amerikanischen IDW Verlag. Es erschien 2014. Ich habe die Softcover-Ausgabe, aber es gibt ebenso eine Hardcover-Version. Preistechnisch kostet das Softcover gut $30. Zu diesem Zeitpunkt gibt es das Buch bei Amazon für bis zu 30 Euro. Für den G1-Fan lohnt es sich wirklich. Seht selbst. Dann wollen wir uns mal das Buch angucken. Das ist doch recht schwer. Und vorsichtig blättern wir dann so. Mal sehen, wie kann ich es optimal. Versuche ich mal so. Na, leider kann ich nicht komplett verhindern, dass es spiegelt. Ich möchte es auch nicht zu sehr verknicken, gebe ich ganz ehrlich zu. Dafür war es mir zu teuer und ich bin ja auch als Fan, dass man das nicht möchte. Das ist eben bei so Hochglanz ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, hier haben wir das schön das Titel- und das Autobot-Logo. Und ich kann auch nur empfehlen, das ist ein absolutes Must-Have hier. Omega Supreme. Ich versuche die Spiegelung wegzukriegen da. Einfach toll. Hier auch so mit Informationen von IDW. Einfach nur ein großartiges Buch. Und es sind schön diese Cover-Artworks. Hier ist nochmal aufgeteilt. Ach, hier haben wir Star Saber oder Victory Saber. Auch einfach toll. Das Hochland spiegelt natürlich. Ich wiederhole mich nur, es spiegelt hier zu stark. Hier ist natürlich, hier ist schon aufgelistet, worum es geht, die Early Years, also die G2 oder G1-Reihe und überhaupt, more than meets the eye, und das sowieso mehr als das Auge erblicken kann, ist in diesem Buch Shockwave und ist einfach großartiges Artwork. Hier so ein paar Informationen über die ersten Jahre, auch sehr schön gehalten. Und da könnt ihr sehen, die Entstehung der Boxen, so ein bisschen die Hintergründe. Das ist ja auch auf Diaclone basiert mit dem Ganzen. Ich versuche das alles zu halten, so einfach. Ach, ist das nicht ein tolles Artwork aus dem japanischen Katalog. Großartig, diese Verwandlung. Die Figuren noch teilweise ein bisschen... mehr nach den Actionfiguren gezeichnet. Cartoon gab es zu dem Zeitpunkt teilweise noch nicht unbedingt. Also, selbst wenn ihr das Datum lest, da 1985, das ist ja dann das Veröffentlichungsdatum. Auch wenn dann der Cartoon draußen war, so eine Produktion oder so eine Entstehung ist 2 bis 3 Jahre vorher oft. Also, das darf man nicht vergessen. Ja, auch hier ist noch schön zu sehen, wie so eine Illustration entsteht, geklebt, Texte zusammengestellt, die Zeichnung als Fotokopie sozusagen aufgelegt, damit man sich die Druckvorlage vorstellen kann. Ja, Classic Autobots, mit wem fängt es an? Optimus Prime, das muss sein. Ja, auch hier großartig, die Mini-Bots und Sideswipe, Bluestreak, Mirage. Hier haben wir Ratchet, auch sehr viel cooler, als die Figur eigentlich anmutet. Echt toll. Versuche das zu halten. Da ich eben nicht unbedingt auf das Display der Kamera schaue, ist das ein bisschen schwierig. Ich kann nämlich nicht unbedingt blättern mit dem Blick nur in die Kamera. Auch hier die Minibots. Beachcomber, einer meiner Favorite, unten zu sehen. Oben Seaspray, auch großartig. So, und dann haben wir Ironhide und Ironhide. Und hier hatten wir Ratchet. Ist ja fast sehr ähnlich. Also. Fast sehr ähnlich. Man sieht schon, so ein paar Details sind anders. Diese Rakete vorne ist anders. Diese hier ist anders als diese hier. Wir haben schön mit den Autobots Skids, Tracks, Hoist, Sideswipe. Roadbuster Will, Pipes, Outback, ach, sind das klassische Zeichnungen. Oh, ich finde diese Figuren immer irgendwie ein bisschen gestaucht entstanden. Aber egal, es ist einfach klasse. Hier die Dinobots, ach, das ist doch herrlich. Ist das nicht eine geile Zeichnung? Es ist einfach nur klasse. Auch Blaster, dann mit deinen Kassetten, Grand Slam und Rain Dance, Slam Dance zusammen. Ja, könnt ihr das sehen? Toll. Es ist Twin Twist, Topspin, auch großartig. Großartig. Hier seht ihr auch die teilweise einzeln, während sie dann auf den Boxen ein wenig
verschoben sind. Perceptor. Die sind natürlich nach den Spielzeugen mehr gezeichnet worden, denn im Cartoon hat er ja gar keinen, hat einen Mund und nicht nur so eine, so ein Battleschutz, wie das ja jetzt aktuell ist. Die Omnibots, Megatron, Dirge, Ramjet, Starscream, die Constructicons. Ich blätter jetzt so ein bisschen zügiger, weil ihr sollt euch das ja auch kaufen. Ich möchte das hier einfach nur so ein bisschen anblättern eigentlich. Ach, hier Laserbeak, Redbat, einfach nur großartig. Das Buch hat sich echt gelohnt. Es hat mich gar nicht so viel gekostet. Und ihr könnt ja sehen, wenn es bei Amazon noch erhältlich ist, bestellt es euch. Es ist einfach, es lohnt sich, wenn man eben halt G1-Fan ist. So, jetzt kann ich das anders halten ein bisschen. Die Deluxe Insecticons, Venom fehlt mir noch, die anderen drei habe ich in meiner Sammlung. Oh, Astrotrain, hier seht ihr sogar die japanische Version mit dem, im weißen Design oben, unser klassisches Astrotrain, Design. Großartig. Auch hier nochmal das japanische Packing mit Metroplex. Oh, ist das herrlich. Hier kommt schon Breakgar. Really sieht echt strange aus. Ja, da bin ich froh, dass dem Cartoon ihm nicht dieses Design gegeben hat. Das sieht aus, ist aber so ein bisschen wie eine Horrorfigur, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ob dein Kopf aus der Brust kommt. Rodimus Prime und Hot Rod, ähnlich und doch irgendwie anders. Counter, Punch und Punch. Oh, ist das auch eine tolle Zeichnung. Cup, Blur, Springer, Quick Switch. Da fangen wir schon wieder mit. Ja, die Figuren an auch, die jetzt nicht in der dritten Staffel zu sehen waren. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander, würde man fast sagen. Broadside, Sandstorm haben leider auch viel zu wenig Auftritte im Cartoon gehabt. Sandstorm einen größeren als Broadside. Metroplex. Dann die Clones, Fastlane, Cloudbreaker. Auch interessante Ideen mit den Clones, leider auch viel zu wenig vorgekommen. Ich glaube, eine Episode in der klassischen amerikanischen Serie. Weiß gar nicht, ob auf den Headmaster-Serie die überhaupt einen Auftritt hatten. Viel zu schade. War Metroplex einfach nur genial. Sparkobots, Monsterbots. Die habe ich nie gesehen, die Monsterbots. Die Sparkobots habe ich. Triggerbots, Skylinks, auch großartig. Ich habe mit Decepticons die Trottlebots, die 6, Galvatron, Cyclonus, Scourge. Scourge hat ein witziges Gesicht. Trypticon, habe ich nie in Eventen gehalten, würde ich auch mal gerne haben wollen. Runamuck und Runabout, sehr, sehr geil, habe ich auch nie gehabt. Quick Six Shot auch nicht. Ja, wenn auch noch welche. Das ist auch irgendwie lustig mit ihren Armen. Schulterkanonen, die beiden. Runamuck und Runabout. Predacons, die habe ich. Das sind auch großartige Figuren. Einfach genial. Na, weiter geht's. Die Triggercons. Gnaw. Damals Battletrap und Flywheels. Auch großartig. Würde ich auch gerne nochmal haben. Sehen hier ja wirklich besser aus, als jetzt Figur sind. Ja, einfach toll. Oh, Punch und Wingspan, die Decepticon-Clones, großartige Figuren, großartig. Die Firecons. Ach, hier aber auch wieder ein geniales Artwork aus Japan. Metroplex in der Mitte. Menasor und Superion, die sich bekämpfen. Wahnsinn. So, hier eine frühe Artwork-Entstehung von Blades, von den Protectobots, auch sehr, sehr cool. Ja, und hier haben wir auch nochmal die Combiner, die ja auch auf den Boxen zu sehen waren, jedenfalls wenn man die als Gesamtes gekauft hat. Großartig. Japanese Versions. Superion und die Aerialbots, auch kultig. Die Protectobots. Technobots, die Stunticons, Combaticons, die Terracons, fehlen mir auch noch ein paar Figuren.
Sinner's Twin hätte ich gerne noch. Und Blood. Ripper Snapper habe ich. Und Cutthroat. Oder habe ich umgekehrt? Ist da der Name nicht falsch rum? Na egal, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich habe Blood. Den rechten oben auf der linken Seite. Ich glaube, die Namen sind vertauscht. Abominus, ja, sieht auch kultig aus, da wie er die Waffe hält. Hunger. Seacons, das war einer meiner ersten kompletten Combiners. Großartig. Ich wusste damals nicht viel mit anzufangen, weil die ja nicht im Cartoon waren, aber die waren genial. Powermaster Optimus Prime. Ja, auch hier nochmal andere Artworks von Powermaster Optimus Prime. Das macht das Buch richtig interessant, dass man so diese Hintergründe sieht, und aber auch diese Zeichnung der Boxarts sind einfach toll. Und jeder, der damit aufgewachsen ist, fühlt sich nostalgisch. Auch hier die Target Masters. Klasse. Auch hier nochmal Blur und Cup, ein bisschen verändert, dass sie ja jetzt Target Masters sind und auch Hot Rod. Man sieht, dass sie so ein bisschen reingesetzt sind in die Zeichnung. Im Vergleich, und mal gucken, haben wir sie jetzt hier irgendwo. Ne, das sind die nicht. Haben wir sie. Ja, die waren noch hier vorne irgendwo. Ja, wo sind sie? Habe ich das übersehen mit Soundwave? Devastator und Soundwave habe ich doch, glaube ich, überblättert. Ja, es ist, findet sich da. Ach, hier die Kassetten. Ja, ach, sie bleibt da immer gerne wieder hängen. Na, irgendwo. Ja, hier sieht er. Da ist auf jeden Fall Hot Rod. Da hat man die Waffe da ausgetauscht. Das ist aber die gleiche Zeichnung. Sieht deswegen so ein bisschen strange aus. Ach, hier die Doppel-Target Masters und die die mit den Motor Masters, Power Master besser gesagt, Head Masters, Fortress Maximus, einfach nur geil. Einfach nur geil. Scorponok. Auch hier die Mini Headmaster, auch großartig. Ich habe leider nur Sirian Nightbeat und Horset hätte ich gerne noch. Ach, da überblätter ich schon was. Hier seht ihr auch nochmal Cyclonus und Scourge als Target Master. Auch dort sind die reingesetzt worden, die Waffen. Oh, Sludge-Finger, geile Zeichnung. Trigger Happy sieht aber nur genial aus. Auch die Mini-Headmasters und die normalen Headmaster Mind Wipe. Fehlt mir nur doch die Waffe, dann habe ich den komplett als Figur. Die anderen habe ich leider nicht. Double Dealer, Dreadwind, Darkwing. Quake, ach, diese Doppel-Target-Master, so geile Zeichnung. Needle-Nose war beim Spielen auch einer meiner Decepticon-Favorites irgendwie, weil er so ein bisschen Starscream-like war. Einfach nur kultig und genial. Hier haben wir schon ein bisschen moderneres Artwork mit den Pretenders, den Classic-Pretenders mit Jazz, Bumblebee. Ich habe da auch nur Jazz eigentlich und Starscream. Mir fehlt nochmal Grimlock und Bumblebee. Irgendwie habe ich gedacht, ich habe die mal gehabt, aber habe ich auch nicht. Klasse. Auch hier eine tolle Zeichnung für den Pretender. Man wollte ihm wohl ein eigenes Logo verpassen. Da haben wir die Autobot Pretenders. Auch sehr toll gemacht. So ein leichtes Verwandlungssystem drin in der Zeichnung. Echt klasse. Ja, sehen wir hier überall die ganzen Pretenders. Und wenn ihr genau guckt, seht ihr auch dabei welche, die bei uns in Deutschland bzw. in Europa nicht wirklich rausgekommen sind. Einige sind Japan exklusiv geblieben. Hier haben wir teilweise links die ja, einfachen Pretenders, Doubleheader, Pinscher, Longthroat. Pinscher habe ich die Figuren. Ich habe jetzt auch, glaube ich, den Shell für die Pretender habe ich bekommen. Fehlt mir nur noch die Waffe oder die Waffen, dann habe ich die auch komplett. Wahnsinn. Crossblades. Oh, das ist einfach nur klasse, sehen die aus. Die sind wesentlich kultiger oder cooler aus als teilweise die Figuren sind. Einfach nur klasse. Die Zeichnungen sind großartig. Und das macht das Spaß, sich durchzublättern. Hier auch die ganzen Decepticon Pretenders. Starscream. Rogue Rapper. Thunderwing. Stranglehold. Bloodgiddon, auch eine Kultfigur. Octopunch. Einfach nur klasse.
Die Monsterbots müssen das sein. Das sind Pretenders und gleichzeitig können die sich auch noch in einen großen Transformer verwandeln. In einen Combiner. Auch klasse. Und auch hier die Micromaster Base. Toll. Hier haben sie mir los. Nicht gespielt, aber hier sind verschiedene Designs. Einfach nur klasse. Daneben so mit dem Farbschema, dass man genau abschätzen konnte, was passt. Und hier sehen wir jetzt ja auch ein paar Micromaster Countdown, auch eine geile Zeichnung für diese kleinen Micromaster, einfach genial. Die Base sieht auch richtig cool aus. Ich glaube, ich sollte mir sie nochmal richtig zulegen. Ich habe die zwar, ja, ich habe sie, aber ich glaube nicht vollständig. Mir fehlen ein paar Teile und die Aufkleber sind sehr lose. Ja, hier die ganzen Micromaster. Eine großartige Toyline und ich finde, man hätte auch in diesem Design die klassischen Figuren rausbringen können, wie Optimus Prime und Co. Und daraus eben halt eine eigene Spielserie machen können. Viel besser als die Action Masters, die sehen wir ja bestimmt auch noch drin. Auch hier tolle, tolle Zeichnung. Jede Figur kommt einzeln richtig geil zur Geltung. Großartig. Wie gesagt, kauft euch das Buch, schaut euch das an. Die Micromaster Bases und die ja, Fahrzeuge da, diese Trucks. Ja, hier Overload. Ist schon fast so ein Optimus Prime. Man hätte ihn kolorieren können, und er wäre gut als Optimus Prime durchgegangen. Mit den Bases bin ich nicht immer warm geworden, gebe ich ganz ehrlich zu. Die Aztec Squads, diese Doppel-Transformer, wenn man es so will, zwei Micromaster sich in ein Fahrzeug verwandeln, auch großartig. Fehlen mir auch ein paar, muss ich zugeben. Jetzt hier Power Run und Strike Down, die sich in ein Luftkissenboot verwandeln. Echt toll. Ja, hier sind diese Bases. Es war ein anderes Spielprinzip, eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich bin auch nicht hundertprozentig warm geworden damit. Ich rutsche immer ein bisschen runter mit dem Sports Patrol, Planetary Patrol, die Decepticon-Seiten, auch hier die Bases, auch richtig cool. Richtig cool. Zeichnung. Auch die Doppel-Squads, echt toll. Eine Zeichnung von den Action Masters. Ja, das ist nicht meine Toyline, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe eine einzige Figur, das ist Soundwave, weil Soundwave einer meiner Favorites ist. Man wollte damit damals eine neue Richtung gehen. Man wollte, ja, das, die Figuren zu produzieren, dass sie sich verwandeln, war schon recht teuer. Und das war eigentlich einer der Gründe, warum man es verändern wollte. G.I. Joe lief zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Amerika besser. Und man hatte sich entschieden, warum gehen wir nicht in Actionfigurenreihe? Ja, hat es versucht damals. Es ist richtig gefloppt. Heute haben die wieder ein bisschen Beliebtheit gewonnen, auch weil die Super 7 ähnliche Figuren rausgebracht haben. Es gab so kleine Spielsets, eben wie ihr hier seht, dass die ja, Transformer in Fahrzeugen gefahren sind sozusagen. Sie werden jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne gesammelt, die Action Masters. Aber es ist eben halt kein wirkliches Transformers. Es ist rein mehr zu sammeln heutzutage. Aber man probiert etwas Neues. Auch hier die Logos. Devastator kam als Figur raus. Ja, war nicht mehr dasselbe. Optimus Prime fährt einen Truck. Es ist irgendwie so paradox. Das war das Wort, was ich suchte. Aber coole Zeichnung. Muss man ja zugeben. Einfach klasse. Optimus Prime da auch sehr, sehr geil. Ja, die ganzen Charaktere, die es damals gab. Ein paar neue, wie Mainframe, Red, die gab es vorher nicht. Oder Rollout. Keine Ahnung, was die sich verwandelt hätten, wenn man sie als Figur gehabt hätte. Kick-Off genauso. Snarl und Grimlock, zwei Dinobots. Wheeljack kennen wir ja. Hier seht ihr die Autos. Ja, sie können sich in Verfolgungsjagd leisten. So lustig auf eine Art zu sehen. Ja, hier dasselbe. Der Attack Chopper. Overrun, auch eine Figur, die es so nicht gab, aber könnte sich auch in einen Hubschrauber verwandeln. Ja, ein Hubschrauber ist in einen Hubschrauber verwandelt und. Ja, fährt Megatron und fährt einen Tank. Ein Panzer. Auch sehr paradox heutzutage. Aber cool. Ja, hier seht ihr Soundwave. Soundwave fand ich so genial, dass ich mir kaufen musste. Die kamen noch so mit so kleinen Waffen-Upgrades dazu, dass die sich sozusagen zu Mini, ja, Schnapp-Raus-Kanonen so. Und war ein kleines Fahrzeug und dann Knopf drücken, dann kam die Kanone raus und hätte direkt so eine Ergänzung des Ganzen. Ganz nett. Catcruncher. Ich sehe, dass hier sogar welche fehlen. Ich konnte hier Autobot Tracks eben gar nicht sehen. Es gibt nämlich da noch welche. Also es gibt noch, also hier momentan sehe ich keinen Autobot Tracks und den gibt es.
blätter extra nochmal durch. Nein. Exa, ja. Wäre auch cool gewesen. Croc, was auch immer das für ein Transformer-Gewehr. Nein, der ist nicht dabei. Also es fehlen welche. Auch hier die japanischen Box-Artworks dieser, ja, ja, Victory-Linie von der Transformers Victory-Serie. Auch sehr, sehr geil gemacht. Auch exklusive Figuren teilweise. Obwohl diese Motor Raiders, glaube ich, waren das bei uns. Die waren etwas anders in Japan und hatten auch die Fähigkeit, sich in einen großen Combiner zu verwandeln. Und in Europa fehlten die Fahrzeuge. Und hier haben wir einen Headmaster und das war ein Mädchen, was den sozusagen gesteuert hat. Die Figur, diese weibliche Version, ist in Europa niemals erschienen. Schade. Minerva hieß sie, glaube ich, in der Serie. Minelba hier jetzt als Figur, weil es ein bisschen mehr japanisch ist. Ihr großartiges Artwork und das ist ein Upgrade gewesen der, ja, des klassischen Artworks, was wir von G1 kennen. Hier sind jetzt Devastator und Blitzwing noch eingefügt worden. Hier sehen wir auch Fortress Maximus. Gab es damals auch Cybertrons, ist der japanische Name der Decepticons, genauso wie, nee, umgekehrt. Cybertrons ist der Name der Autobots in Japan gewesen und Destron hießen die Decepticons. Hier links seht ihr schon eine Europa-exklusive Figur von G2. Auch die sind hier so ein bisschen mit drin. Das muss ich jetzt sehen. Die Trainbots, auch eine großartige Serie, leider nie in Europa rausgekommen, aber großartig. In Raiden können sie sich verwandeln, sind Transformer echt toll. Stepper und Artfire, auch zwei Figuren, die heute wieder aufgelegt werden. Stepper ist sozusagen ein Remold gewesen von Jazz, auch mit Target Master Kammer, auch sehr interessanter Charakter. Artfire, auch mit Target Master, ist ein Inferno, eine andere Version. Twin Quest und Sound Blaster sind sozusagen Neuinterpretationen von Soundwave und Blaster, eben halt ein bisschen bunter koloriert, beziehungsweise Soundwave in schönem Schwarz, einfach nur klasse. Ja, Megatron, das ist so Alternate Designs, war halt noch ein bisschen anders geplant, man hat die Figur ja ein bisschen anders zusammengestellt, das Schwert, die Waffe und später haben wir, ja eher die Kanone im Vordergrund gehabt. Reflektor, der Kassettenrekorder, großartiges Figur, auch aus der Diaclone-Serie bzw. Microchain-Serie, ist in Europa nur darunter erschienen und als Figur als Mail-In, in Japan aber regulär, großartig. Tolles Artwork von den Pretenders und Power Masters. Ja, hier seht ihr schon ein paar neuere Master Force. Da seht ihr zum Beispiel, es gab noch einen zusätzlichen Hänger für Optimus Primes Power Master. Und dadurch hat er sich in Gott Ginrai verwandelt. Und diese zusätzliche Verwandlungsstufe haben wir in Europa nie gehabt. Ja, überblättert. God Bomber. Das war sozusagen der Zusatzteil, ein kleiner einzelner Transformer, der zusätzliche Hänger von Prime. Der kam bei uns, wie gesagt, nie raus. Double Clouder ist eine, ja, neue oder umgemalte Version von Double Dealer. Da sind einige Versionen eben halt ein bisschen anders rausgekommen. Hier seht ihr auch Ranger, Go Shooter und Minerva. Minerva ist nie bei uns gekommen, obwohl wir die als Redeco, würde ich sagen, das englische Wort, also eine Umbemalung haben und er als blauer Headmaster rausgekommen ist. Go Shooter ist Siren in Europa und hier ist es ein Polizeiwagen, bei uns war es ein Feuerwehrwagen. Ranger, ein Power Master, ist auch hier ist bei uns, aber anders koloriert. Metalhawk, ein Pretender, ist bei uns nie erschienen. Interessanterweise, sein Roboter hatte sogar Metallteile, das was schon seltener geworden ist. Grand, ja, der Kopf von Grand Maximus, das ist ja Fortress Maximus in der japanischen Version, nochmal ein bisschen, ja, redesigned, ein paar andere Teile wie ein Schwert dabei, andere Farben. Genauso wie Black Serac, ein überarbeiteter Scorponok. Und ihr seht hier die zwei Sporkobots, auch in anderen Farben. Und Six Knight ist Quick Switch in anderer Kolorierung. Genauso wie Overlord,
in zwei verschiedenen Versionen hier zu sehen sind. Die UK-Version ist ein bisschen anders aufgebaut. Auch ein ja, Europa-exklusiver Powermaster, dadurch sehr, sehr gefragt und teuer. Browning, ja, in Europa nie erschienen, ist ein, ja, ein anderer Pistolentransformer. Den gibt es aber als Diaclon gab es den. Aber in der Form ist er nur in Japan erschienen. Hier seht ihr auch nochmal andere Kolorierung von den Firecons. Hydra und Buster in the Dark Wings. Ja, Dreadwing und Darkwing anders koloriert. Das sind die aus dem japanischen Cartoon. Auch hier ein wunderbares Artwork. Star Saber Alternate, Galaxy Shuttle, auch ein Transformer und gleichzeitig auch, glaube ich, Micro Master Base, auch nie bei uns erschienen. Es gibt so viele, die nicht bei uns gekommen sind. Die waren natürlich jetzt sehr, hier Victor Saber und Star Saber haben schon viele Ähnlichkeiten mit ja, den Power Rangers, finde ich, und auch Gundam ist halt der Einfluss zu sehen. Auch hier Road Caesar, das ist das, was ich meine. Die drei Figuren hier, Luster, Braver und Lecker sind in der anderen Namen ohne die Teile für Road Caesar erschienen und als Motivators. Somit können sie eigentlich nie Road Caesar werden. Schade eigentlich. Hier auch nochmal ein Landcross, auch ja, sehr komplexer Transformer. Großartig. Multiforce. Och, ihr seht es ja. Figuren. Ich kann nicht mal alle beschreiben, weil ich sie auch kaum kenne. So viele Figuren gab es. Tolle Artworks einfach. Leo Kaiser auch ein toller Combiner, wovon einige, ich glaube vier Fahrzeuge sind bei uns rausgekommen als Rescue Force verändert. Der Panzer ist plötzlich ein, ja, ein Fahrzeug mit Greifarm geworden. Dino Force, Dino King, auch so ein kleiner Combiner, die ja. Saurier Pretender, auch mega geil einfach. Saurier Pretender. Ich habe einen Knockoff von, ich glaube, von Gairyu. Hier, der, den hier müsste ich als Knockoff haben. Muss ich mal raussuchen und euch zeigen. Auch hier toll. Die Artworks sind einfach nur großartig. Hier seht ihr auch so ein paar Redekos von den Pretenders. Tolles Artwork. Und hier seht ihr, dass die Fahrzeuge auch ein bisschen so einen Basischarakter haben. Micro Master sind eingeflossen. Die hatten auch so eine kleinen LKWs wo, mit so Abschussrampen, wo sie rauskamen. Die waren bei uns nie erschienen. Sehr schade. Auch hier nochmal Decepticon-Logos. Zone and Beyond. Transformers Zone gibt es nur eine Episode. Ist dann eingestellt worden. Man wollte auch ein bisschen neu gehen. Auch ein sehr interessanter Optimus Prime. Die Atlas, auch sehr beliebt. Habe ich nie richtig gesehen. Sonic Bomber, Roadfire, auch tolle Artworks. Ach, geil, hier Grandus. Ach, die Micro Master, die haben mehr vorgehabt, die Japaner. Und das sag ja gerade, das ist eine interessante Toyline, man jetzt so viel mehr machen können. Und hier seht ihr, wie aus diesen LKWs die Micro Master rausgeschossen kommen. Und die sind, dieses Micro Master Set ist in Japan eben halt mit diesem ja, Truck erschienen. Einfach eine großartig tolle Idee. Bei uns leider gar nicht. Auch hier nochmal Six-Liner, Trainbots, Six-Turbo, Six-Train, Six-Builder, Six-Wing. Das sind Micromaster. Züge, Baufahrzeuge und Autos. Und ja, und die sind bei uns dann als neue Version erschienen. So ist Six-Builder zu Devastator geworden. Auch deswegen sage ich ja, das Micromaster-Konzept ist so genial. Und Six Turbo wurde zu den, glaube ich, bei der Energon Line erschienen als Protectobots. Und die waren als Aerobots erschienen, der Six Wing. Auch großartig. Tolle Figuren. Ja, hier seht ihr auch Sky Hyper ein bisschen. Manchmal, ja, redekoriert. Super Car Patrol Team, Battle Patrol Team, eben halt die Micro Master anders koloriert. Guard City, ja, ihr erkennt ihn. Das ist ein anderer kolorierter Defensor. Auch hier Metro Titan, eine andere Version von Metroplex. Und ihr seht, die Japaner waren einfach manchmal, fanden das buntere besser. Battle Gaia, ein, ja, eine andere Version von Bruticus.
Hier seht ihr auch schon ein bisschen moderner. Das war schon Generations 2. Und hier seht ihr auch von Generations 2 die verschiedenen oder die neue Version, die Artworks. Auch hier toll. Der Beachcomber ist jetzt grün. Ein Laser Optimus Prime. Ach ja, toll. Toll, toll, toll. Double Crunch. Das sind diese sogenannten Go-Bots gewesen. Hier seht ihr die Aerial-Bots, anders koloriert. Megatron als G2, als Panzer. Ist in Deutschland nie erschienen, aufgrund des... Das war nicht so beliebt, Panzer rauszubringen, deswegen war er nicht veröffentlicht worden. Österreich, Schweiz dagegen schon. Und so hat man die deutsche Version auch gehabt. Constructicons, die sind auch erschienen in Europa. Teilweise, es gibt da zwei Versionen. Ich habe in Deutschland nur die gesehen, ohne die Teile für Devastator. Sehr, sehr traurig. Dadurch waren es nur Einzelfiguren. Hier seht ihr auch nochmal eine andere kolorierte Version von den Combaticars. Die sind mehrfach erschienen in verschiedenen Versionen. Links nochmal diese Figuren. Ich kenne gar nicht mehr alle Gruppen, wo die so kleine Propeller verschießen konnten. Hier haben wir nochmal Hero Megatron, anderer Megatron koloriert. Auch ein tolles Artwork. Ein Early Takara Artwork-Konzept, auch noch sehr, sehr früh zur G1-Zeit. Logos, wo man mit den modernen Logos gespielt hat. Und das sind Unused Artworks von den Autobots. Teilweise auch hier steht Unreleased G2 Diaclone Cars Wave 2. Nie erschienen. Und da habt ihr die Artworks. Dann habt ihr schon Sachen, die nicht rausgekommen sind. Auch hier die Protectobots anders. Sludge, Grimlock und Swoop waren geplant als Wave 2 als G2-Version. Aber nein, da sind nur drei erschienen. Das ist ja Grimlock als unter anderem Blau erschienen, habe ich auch. Es ist Snarl erschienen und es ist Slag erschienen. Aber die sind geplant gewesen. Auch sehr, sehr toll. Ja, hier US Release of Multiforce. Auch klasse. Unreleased Sachen. Also ihr seht, das Buch hat sich wirklich gelohnt. Es macht Spaß anzugucken. Ich kann gar nicht mehr, jede Seite ist komplett. Hier seht ihr auch Quickswitch, Early Artworks für die Micromaster Construction Squad. Vielleicht war man sich auch nicht einig, ob es rauskommt, und man hat sich entschieden, verschiedene Linien rauszubringen oder wie auch immer. Man hat sich eben halt, ja, man hat experimentiert ein bisschen. Andererseits war das gerade die G2-Zeit, wo in Amerika Transformers fast gar nicht erschienen ist, weil man es als ja, tot erklärt hat. Unreleased G2 Stunticons, auch tolle Konstruktion. Dragstrip in schwarz, auch cool, wäre cool gewesen. Ja, hier seht ihr Extremely Limited Releases of G2, Megatron vs. Starscream. Auch echt klasse. Unused Devastators, Constructicon Box Sets. Da seht ihr in Orange und in Gelb. Die sind so erschienen. Die beiden Figuren sind so erschienen, aber als Giftset nicht. Also sprich, wo alle zusammen drin sind. Auch nochmal ein Diaclone vs. Microchains Plakat. Da seht ihr, Ultra Magnus sah etwas anders aus mal. Ein roter Trax. Sehr, sehr interessant. Unused Arts für ja, UK-exklusives Material. Und dann seht ihr hier ein bisschen Pre-Transformers. Das sind Microchains Zeichnung. Unten die Uhr. Chronoform. Da seht ihr einen. Oben der in Schwarz ist Perceptor und Blaster eben halt als Original. Und hier seht ihr einfach, wie die eben bei Diaclone waren. Und teilweise wurden die gleiche Zeichnung umkoloriert verwendet, aber es wurde neu gezeichnet. Die Deluxe Insecticons waren aus einer anderen Toyline. Man hat sie aufgekauft aus der Beatrice-Serie von Bandai. Hier auch nochmal ein Battle Scene von den Packages. Cool. Einfach nur schöne Artworks. Neo G1, andere Kolorierung. Nucleon Quest Convoy. Convoy ist ja der japanische Name von Prime. Auch klasse, in schwarz. Das ist so Nemesis Prime Charakter.
Ja, hier seht ihr ein bisschen buntere Kassetten. Die sind teilweise auch in Japan beliebt gewesen. Nightstalker, fast schon ein Ravage Decepticon. Autobot. Ja, hier auch andere koloriert. Ja, da ist sogar ein Pilot, menschlicher zu sehen. Seacons, anders koloriert, auch großartig. Tolles Artwork hier. Hier seht ihr auch noch ein paar Artworks und ein paar Figuren. Ich liebe dieses Artwork auch mit Galvatron Puzzle Artwork. Das ist also ein Puzzle-Vorbild. Hier noch ein paar Varianten vom japanischen Giftset, wo man vielleicht so ein bisschen andere Kolorierung drin hatte. Ja, Decepticon-Logo am Ende. Megatron ganz am Ende. Ja, das war das Transformers Legacy, The Art of Transformers Packaging Buch. Ja. Hoffe, der Let's View hat euch gefallen. Freue mich über Likes, ein Abo, doch besonders über einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.